Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum zweiten Teil. Wir stehen hier an den Ahrensfelder Bergen und von dort oben, da hat man eine sehr tolle Aussicht, die kann ich nur empfehlen. Und wir werden weiter wandern, immer der Wuhle entlang, Richtung Mündung in die Spree. Und schon geht es los. Rohrkolben macht sich gut in einer Bodenvase. Und die Konrade grüßt uns mit einem kräftigen Weiß. Viele Wege führen zum Gipfel der Ahrensfelder Berge. Und dieser Geselle kündigt uns die nächste Unterquerung an. Die Landsberger Allee. Ab hier fließt sie bis zur Mündung in die Spree durch das Berliner Stadtgebiet. Der Kienberg, auch eine künstliche Erhebung Berlins. Weiter geht's zu den Gärten der Welt. Die Gärten der Welt. Ach ja, und den kennen Sie bereits. Darf ich vorstellen? Der Botschafter für den chinesischen Garten. Wir waren im Frühjahr bereits in den Gärten und konnten die Einmaligkeit bewundern. Am 9. Mai 1987 öffnete in Berlin-Marzahn die Berliner Gartenschau auf ehemalig landwirtschaftlich genutzten Flächen, als Geschenk der Gärtner an die Hauptstadt der DDR. Zu ihrem 750-jährigen Bestehen. Keine 50 Meter weit unterquert die Wuhle die Eisenacher Straße. Ein Hellersdorfer Balanceakt. Ich habe eine Stelle gefunden, wo man herrlich den Wuhlesee sehen kann und im Hintergrund der Kienberg. Genießt mit mir gemeinsam dieses einmalige Bild. Hier unterqueren wir die Zizilienstraße. Vorbei am Biesdorfer Sportstadion unterquert die Wuhle die Alpen-Treptower Straße und die S- und U-Bahn-Station Wuhletal.
das alte Kaulsdorf mit ihrem weithin sichtbaren Kirchturm. Es geht weiter. Wir unterqueren die Bundesstraße B1 und folgen der Wuhle Richtung Köpenick. Fast schon reif, der Holunder. Und dieses Urviech? Ein Spielgerät für Kinder. Hier an der Heerstraße staut sich die Wuhle und wir bekommen einen tollen Ausblick aufs Wasser. Die Wuhle ist ein Rückzugsort für viele Insekten, wie hier die gebänderte Prachtlibelle. Folgen wir der Wuhle, begegnen wir einigen Informationsstelen vom Lager in der Kaulsdorfer Straße 90. Das Lager war zur Zeit des Nationalsozialismus das größte von mindestens 30 Zwangsarbeiterlagern in Kaulsdorf Süd. Bis August 1940 lebten bis zu 1600 Menschen dort. Weiter geht's zur Hoppendorfer Straße, wo die Wuhle abermals überbrückt wird. Ein asphaltierter Weg führt uns an diesen herrlichen Augenschmaus vorbei. Der Hibiskus zeigt seine ganze Blütenpracht. Man muss stehen bleiben und staunen. Parkähnliche Grünanlagen rahmen den Verlauf der Wuhle ein, bis sie unter der Bahnbrücke verschwindet. Wir folgen ihr und kommen am Forum Köpenick vorbei. Aber weiter geht's. Hier an der alten Försterei hat der Traditionsverein 1. FC Union seine Heimat. Die Reise der Wuhle ist noch nicht am Ende angekommen. Zuerst noch muss sie die Straße an der Wuhlheide durchqueren und dann eingerahmt in einer Grünanlage den Zieleinlauf zu starten. Wir sind angekommen hier in Berlin-Köpenick und hier fließt die Wuhle in die Spree. Und damit sind wir schon am Ende unserer Reise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eure Kommentare hier rein und vor allen Dingen nicht vergessen, abonnieren.